Frau Präsident, Frau Bundesminister, wissen Sie, warum die Menschen, vor allem von den Grünen und von Ihnen, Frau Ministerin, die Nase voll haben? Das ist, weil sie Ihnen mit beiden Händen das Geld aus der Tasche ziehen, Stichwort Klimakommunismus, CO2-Steuer, Strafsteuer, und dann glauben Sie, können Sie mit Almosen, die noch dazu niemand nachvollziehen kann, von Steuergeld der Bevölkerung bezahlt, irgendwie abspeisen. Zusätzlich nutzen Sie das Ganze dann natürlich noch, um für Illegale ein Körpergeld aufzustellen, damit das Ganze natürlich auch Asylwerber bekommen. Deshalb haben die Menschen die Nase voll von Ihnen. Aber wissen Sie, was die Menschen richtig wütend macht? Nicht nur, dass sie eh schon wegen Ihnen unter der Teuerung leiden, sondern dass Sie die Menschen dann auch noch demütigen. So wie auch jetzt sinngemäß Frau Minister bei Ihrer Wortmeldung, dass Sie die Pendler, das heißt die Fleißigen in dem Land, da und die Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, dann auch hinstellen als Klimaschädlinge. Und das macht die Menschen ganz einfach wütend. Es reicht nicht, dass Sie ihnen in die Tasche greifen, Sie müssen die Menschen dann auch noch demütigen. Aber jetzt kommt, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kommt's. Was machen Sie, während Sie die Autofahrer demütigen und die Fleißigen in dem Land, die aufs Auto angewiesen sind? Sie dingeln mit dem Privatjet durch die Weltgeschichte. Sie machen das und fliegen mit dem Privatjet um und um. Aber das ist natürlich fürs Klima vollkommen in Ordnung. Sehen Sie, wie verrückt das ist, sehr geehrte Damen und Herren. Vollziehen, dass die Leute die Nase voll von Ihnen haben, mehr sogar noch, dass sie wütend auf Sie sind. Und sehr geehrte Damen und Herren, und wenn das jemand ausspricht, was Sie jetzt ausspricht, was macht dann die Frau Minister? Sie klagt ihn. So wie Sie mich geklagt haben, Frau Minister. Zur Erklärung, die Frau Minister hat mich geklagt wegen übler Nachrede und weil sie eine Entschädigung natürlich haben wollte, weil ich mir erlaubt habe zu sagen, sie verbringe den Großteil des Jahres im Privatjet. Und gestern, sehr geehrte Damen und Herren, gestern ist Post vom Gericht gekommen. Und wissen Sie, welche Post gekommen ist? Ich weiß nicht, ob Sie sie schon geöffnet haben. Sie haben die Klage verloren, Frau Minister. Nix üble Nachrede, nix mit Ihrer Entschädigung. Weil das Gericht festgestellt hat, das stimmt ja, dass die mit dem Privatjet unterwegs ist, also muss sie das Gesamte auch aushalten. Sehen Sie, wie lächerlich das ist? Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, deshalb haben die Menschen die Nase voll vor Ihnen, weil sie selbst glauben, sie sind etwas Besseres, die Bevölkerung können sie schröpfen und jeder, der die Wahrheit ausspricht, da versuchen sie dann vor dem Gericht auch noch Kapital daraus zu schlagen. Das ist eine Politik, die funktioniert nicht mehr. Und deshalb sind die Umfragewerte, wie sie so stehen, und deshalb werden Sie auch die Rechnung präsentiert bekommen bei den nächsten Wahlen.